Aber Ruhe, Ruhe bitte! Also, liebe teure Gattin, liebe Kinder, ausgesinnte Portier, Chauffeur und Silberputzer, ihr seid heute im Hause Knallprotz und Company GmbH versammelt, um das übliche Weihnachtsfest zu feiern. Es ist jedem von euch eine Gabe zugedacht, natürlich für jeden seinem Stande angemessen. Na, da kommt der Stiebelputzer am schlechtesten weg, der kriegt Wichse. Bitte um etwas Ruhe. Also hier, liebe teure Gattin, ein Brillant-Collier im Werte von 15.000 Mark. Aber die Steine passen ja gar nicht zu meinem Haar. Ich dachte, du würdest mir eine Villa kaufen. Das kommt noch, liebe Gattin. Und du, lieber Sohn, für dich habe ich eine ganz besondere Überraschung. Einen Vollblut-Araber für 10.000 Mark. Ach, Vater, was soll ich mit dem Kinder? Hat er auf Auto gehockt? Na, das kann ja auch noch mal kommen. Aber du, liebe Tochter, du wirst doch zufrieden sein. Für dich als Verehrerin der Kunst habe ich einen echten Rubens erworben. Ach, Papa, du hättest mir ein Theater bauen sollen, damit ich meine eigenen Stücke aufführen kann. Na, liebe Gattin, dann übernimm du die Verteilung der Geschenke für das Gesinde. Hier, Minna, ein Dutzend Taschentücher, eine Zahnbürste und meine Fotografie. Na, ich danke dir, die Bescherung. Franz, führt dir eine Kiste Zigarren? Aha, Marke Erlkönig. Wieso? Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Und hier eine ganz moderne Krawatte. Ich danke dir, gnädige Frau, aber da fehlt noch der Stall. Was für ein Stall? Na, für den Ochsen, der die Krawatte anzieht. Ich habe genug von dieser Weihnachtsbescherung. Morgen, Kinder, wir fasten, ohne Pferde, Tier und Freund. Welche Wunde, welche Lese, sind wir von zu Hause fern. Einmal werden wir noch mal, rechnen wir deiner Frau. Singt man, Kinder, singt immer zu. Böse Menschen haben keine Lieder. Aber ihr habt ja falsch gesungen. Nein, aber das war ganz richtig. Das war falsch, sage ich euch. Ihr habt immer gesungen, morgen wird's was geben. Und ich sage euch, es wird schon heute was geben. Und zwar gleich. Es geht gleich los. Also ihr kennt man immer rinkommen. Immer einer nach dem anderen. Na, 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 macht man nicht so ein Radau, Kinder. Also Mutter, zuerst kommst du dran. Hier hast du einen warmen Mantel zum Einholen. Und hier ein ganz neues Kaffeeservice. Das ist was für euren Kaffeeklatsch. Hallo Kinder, das ist ja großartig von dir. Davor sollst du auch ein paar selbstgestickte Pantoffel haben. Aha, du willst mir schon wieder unterm Pantoffel kriegen. Das sollte aber nicht gelingen. Siehst du noch, voriges Jahr hast du auch so eine Anspielung gemacht. Die große Eisenstrahle, wo drauf gestanden hat. Oller Brummen, nicht wahr? Na und Kinder, nun kommt hier dran. Lisbeth, du kriegst die große Kochmaschine. Fritz, du kriegst die Trompete, Karl die Flöte und August kriegt eine Trommel, Kinder. Jawohl, ja, Friedrich, was, ja. Na, ist schon gut. Nicht so viel Radau machen, ist schon gut. Na, Lisbeth, wir sagen mal dein Gedicht zu vervatern. Heute zum lieben Weihnachtsfest, nimm die kleine Gabe an. Meine Liebe ist das Beste, was ich dir bescheren kann. Aber Lisbeth, Kind, warum weinst du denn? Gott, das hast du da großartig gesagt. Deswegen muss man Theater nicht machen. Ja, na, Kinder, nur war mal ein schönes Weihnachtslied singen, ja?